Servus und hallo zu Horizon Tour mit Hoshi Badge und anscheinend Randoms. Ja. Ja, schauen wir mal. Oh mein Gott. Wir spielen mit drei weiteren Randoms gegen 6 Computergegner. Okay. Dann. Und wohin jetzt? Hä? Veranstaltung beginnt? Ja, verarscht mich doch. Ja, willkommen bei Horizon Tour. Ja. Na jetzt. Und jetzt werden wir sehen, was wir fahren dürfen. Okay. Natürlich. Oha. Letzte Scheiß. B. Den B habe ich mal genau nichts. Na, ich auch nicht. Aber es wird. Ich nehme den. Also, wenn wir nur mit anderen Menschen spielen, die das wahrscheinlich besser können wie ich, dann wird's ruhig. Vor allem habe ich nichts in der Leistungsklasse, was einigermaßen getuned ist. Ja, getuned gar nichts. Aber ich darf einen Impressa fahren. Immer schön. Ich weiß auch noch gar nicht, welche Autos ich auf B machen soll oder höher. Und, In irgendeiner niedrigen Klasse gibt es so einen Geländekäfer. Wenn du den hochtunst, das ist ein Mörderfahrzeug. Ja, ja, ich habe ja auch, aber... Ich weiß nicht, ob Straßenauto, Rallye, sonstiges, weißt du, eigentlich habe ich in der Klasse in B, habe ich sicher getunte Autos. Nur... Da. Ja komm, let's go. Tatsache, da sind die Randoms. Ja, ich habe Gelände. 203 der eine. 203. Ja. Das heißt, die haben definitiv... Und dann ich mit 24. Ja, die alle drei haben... Großartig. Nee. Hoshi ist der einzige von uns mit einem 700er. Der ist aber auf Gelände getrimmt. Das wird mir das Knick brechen. Geht mal alle weg hier. Ups. Gott, ist da hier ein Gruppenrummeln. Ein Gruppenruppen! Hat der Bett schon wieder Zweiter? Das gibt's nicht. Was machen die? Der Benutzer Erster, das gibt's nicht. Was macht denn der? Scheiße, hier wird ja gequetscht und. Ja, ist schon recht. Wichtigste, keinen Checkpoint verpassen wollen. Ne? Aber ich schaff's auch anders, dass ich letzter wird. Vorletzter von uns in der Gruppe. Aber das ist cool, dass da irgendwie random Maps und so. Das finde ich gut. Das ist echt cool. Das ist halt das Einfachste, was man machen kann, weil ja, da lernt man auch die Runden kennen, die Rennen. Ja. Das ist doch cool, so drei Rennen für eine Aufnahme. Ja. Muss man ja auch noch dazu sagen. Aber Mann, kann ich zwischendrin ein Auto tunen? Haben wir jetzt immer dieselbe Klasse? Du fährst jetzt die drei Rennen mit dem Wagen, das du gewählt hast. Und großartig. Und auch zwischen den Rennen, die zwei Fahrten, wirst du mit dem Wagen bestreiten. Großartig. Oh mein Gott. Das hört sich super an. Und wir dreimal letzter. Ich bin begeistert. Ja, um da ranzukommen, fehlt mir einfach jetzt die Leistung, dass ich den Max B habe. Das merkst du richtig. Oh, da Hoshi ist vor mir. Nein, ich bin nicht vorne. Du bist vor mir. Direkt vor mir. Und ich habe... Der Wagen ist absolut scheiße für da drin. Dem fehlt Leistung. Dito. So.
Ziel ist ja eigentlich nur, dass man Hoshino überholen. Erster werden ist utopisch. Ja, Erster wäre noch cool, aber ich komme nicht an den dran. Keine Chance. Der zieht immer wieder auf den einigermaßen geraden, zieht er immer weg. Ja, der Hoshi auch. Aber mit meinem Auto da einfach keine Chance. Ich frage mich, wie der Typ da vor mir, der die ganze Zeit die Banden knutscht. Ohne Geschwindigkeit zu verlieren, dann finde ich noch viel krasser. Das ist eine Kunst, das muss keiner. Der ballert in die Banden rein und verliert null Geschwindigkeit. Ja, ich nehme ja nicht mal Geschwindigkeit auf. Das ist eine Ausnahme, wenn ich mal über 100 bin, wie jetzt gerade. 120, wow. Aber immerhin. Ja, der Erste ist drin. Immerhin 20 Sekunden nur dann. Hat das Spielenderende. Ah, mit der Karre echt keine Chance. Komm, zieh! 10 Sekunden, ich könnte schnell ins Ziel schaffen. Wenn du direkt hinter mir gewesen bist, kommst du ins Ziel. Fünfte, naja. Lancer GSR 99. Der Dampfer und sein Kind. Sorry. Ich dachte, das mutet's besser. Das Discord hier. Ah, oh, das nervt mich. Ich hab hier selbst gedampft. Ach klar, ja. Ja, war gedampft. Hier die Aufnahme vom Benutzer. Was ist mit. Was? Ey, 105. Was ist mit meiner Aufnahme? Ich hab Dampf ins Mikrofon. Ich hab nichts gemacht. Wenn da mein Gedampfe drin ist, ist nicht so geil. Ein gewöhnliches Kleidungsstück. Oh mein Gott, das ist so toll. Wieso haben die so eine Kacke in dem Spiel? Oh, Wheelspin. Ja, den hatte ich auch. Ha. Er hat eine Hupe. Oh, Wikingerruf. Eine fette Hupe hat aber er gewonnen. Aber Wikingerruf, das hört sich schon geil an. Ja, ich hab noch nie eine Hupe benutzt hier. Wir haben den Startpunkt. Und wo muss ich jetzt hin? Aber keine Eile, lass dir Zeit. Wird ja angezeigt. Mexiko ist wunderschön zu dieser Tageszeit. Stimmt, ich kann nicht Start drücken. Geht nicht. Oh mein Gott. Ah, Wand. Aber wenn man das vorher wüsste, was kommt. Oder hast du die Klasse ausgewählt, Benutzer? Nee. Hat er nicht. Stimmt, du fährst schon mit dem selben Kunst. Es fährt halt random. Mensch, was machst du da so? Ich war zu langsam für zu langsam für die Stoßstange. Nur von der Seite ja. Ein Bitch hier fahren gesehen, der dann an der Stoßstange gebremst hat. Da hat's der Hoshi, der hat's aber. Mich hat's ja komplett zerschäbelt. Erst ein Vorwärtsreito und dann noch ein bisschen seitwärts gerollt. Oh. War lustig. Ach, das läuft auf Zeit, bis wir dort sein müssen. Gut, 9 Minuten. Ja, 9 Minuten ist ein Mensch. Ah ja. Da rammt er mich und verliert beinahe die Kontrolle. Mai. Kann mir mal einer sagen, wie es aus dem Wald rausgeht? Ist er schon wieder da? Baum! Ja, ich hab dich getroffen, danke! 4 Kilometer nur in 8 Minuten, schaffen wir das. Ich sag mal so, mein Baumagnet funktioniert tadellos. Ja. Mensch, du, warte mal kurz, ich muss dir da was sagen, ne? Ja, darfst du mal an der Ziellinie sagen. Keine Zeit. Ist ja kein Rennen jetzt, ist ja nur, ne? Das ist jetzt kein Rennen. Das ist Ansichtssache. Ja genau, das ist Ansichtssache. Ja, der Bitch, der bescheißt wieder und will hier abkürzen. Ja, klar.
Nö, durch den Dschungel. Okay, wie viele Bäume erwischen wir? Wenn dein Magnet funktioniert, dein Baummagnet, triffst du alle. Ist kaputt. Ich habe nicht einen Baum erwischt. Ich fahre hier mit 20 km/h gerade. 20 km/h. Jetzt geht's wieder. 240. Sie beschleunigen genug. Ja, ob sie die Abkürzung wirklich lohnt hat jetzt, 50. Das ist so. Nee. Ah, fahre zur nächsten. Keine Ahnung, ich habe noch 8 Sekunden. Ich habe nur 5. 3. Ja, das war doch jetzt niemals im Leben 8 Minuten. Zeit abgelaufen. Aber da war einer da und dann geht's runter. Wir müssen da ja nicht unbedingt hinfahren. Wir hätten auch stehen bleiben können. Weißt du, wenn einer von denen hinfährt? Ach so. Na dann. Ja. Für Stress für nix. Aber ist schon lustig. Da können wir gerne noch eins machen. Aber vorher müssen wir irgendwie noch so ein E- und C-Auto machen. War bei nächster Gelegenheit wenden. Das ist super. Wir können ja Goliath fahren und zwar mit einem Pilpil 50 ungetuned. Ja, nein. Ich glaube, Goliath habe ich noch gar nicht freigeschaltet. So weit bin ich noch nicht. Aber da bist du ein paar Stunden unterwegs. Wir sind nur 54 Kilometer. Nee. Das letzte Mal, wo ich gefahren bin, 10 Minuten oder 9 Minuten. Ich habe ja schon ein Video davon gemacht. Mit der Klasse, wo ihr vorgeschlagen habt. Glaube ich 9 Minuten. Achso, ja, das sind 2 Stunden oder so. Das war dann schon in der Luxusklasse. Ja, HP 50, wie schnell fährt der? Ungetuned. 50? 90? 80? Kriegt der überhaupt 100 drauf? Oh Gott, ja. Irgendwer verhindert da meinen Sieg. Ich nur wüsste, wer. Ja, ich nicht. Ich wurde gerade an die Leitplanke gequetscht. Kann nichts dafür. Ich auch. Ja, jetzt geht's wieder rasant weiter mit 90. 113 sogar. Der Batch wieder erster, oder? Nö. Nee, Vater. Er ist vor mir. Ich komme an die einfach nicht ran mit dem Auto. Weißt? Sobald die mal davon ziehen können, ist vorbei. Da merkst du einfach den Unterschied, wenn ein Auto getuned ist und wann nicht. Ich muss halt bei den Kurven immer abbremsen, damit ich nicht immer in der Bande hänge und dann braucht er halt wieder ewig, bis er Geschwindigkeit aufnimmt. Ja. Oh, Hoshi, was war denn das für eine Kurve? Aber an mir vorbei, Sacknase. Ich bin unprofessionell. Du bist an der Bande hochgehüpft. Aber hochgehüpft sogar. Ja, ich bin schneller gewesen dadurch. Ja, ja. Richtig gehüppelt. Ich glaub, das war Kängurufleisch, was ich gegessen habe. Ich nehme die ganze Zeit ohne Hintergrundmusik auf. Sorry, liebe Zuschauerin. Ne? Nein, ich glaube, der Fisch. Es gibt ja da klasse Unterhaltung. Ja. Interessantes Gameplay. Ja, die Bande war nicht so gut. Ich bin einfach der letzte von den Menschenspielern. Das wird zum Kotzen. Na, hier habe ich ja nicht Grip bei Gelände. Ach, ich merk's. Ei. Da ziehen jetzt die Geländereifen, die ich draufgezogen habe. Mit Straße bin ich nicht gerade gut unterwegs. Da fehlt mir der Grip. So, den habe ich jetzt mal vom Außen-Checkpoint rausgedrängt, ne? Der wollte mir, hat mir Grammen. Die gleiche Karre, ne? Ich bin aus dem Checkpoint raus. Ja, aber deine ist Max. Echt rausgedrängt. Das ist ja. Das ist echt böse. Was ich beim fünften Teil echt bemängel, ist,
die KI, die ist aggressiv wie Sau. Finch. Ja gut, ja. Je nachdem, ich habe es auf normal gestellt, auf den höheren finde ich Sau und macht so keinen so Spaß. Dann wird die super aggressiv, die drängt einen aktiv von der Straße. Die rammt einen absichtlich von der Straße. Ja, so wie es die Spieler machen. Manche. Na, ich weiß nicht, wer sowas macht. Einer fährt vor und der Rest, der stört. Der dich gerade eben weg vom Checkpoint gerammt hat. Ach, du warst es? Nein, ich war vorne beim Hoshi. So, ja. Ja, das war ein anderer, der hat mich vorher gerammt, der hat mich aufgeregt. Und... ich habe versucht, den Hoshi noch zu kriegen, aber nö. Ja, mir doch wurscht, wenn ich hier verliere, geht um einen Spaß. Nee, das war mein Rennen. Außer. So, wo müssen wir jetzt hin? Wenn ich das wüsste. Ich such das Ziel am Horizont und sehe es nicht, weil zu hell. Ach da, ach! So weit ist es gar nicht. Ist es gerade links oder was? Ich sehe es zumindest auf der Mini-Map. Ah ja, da ist es. Ah, Baum gefunden. Baum im Weg. Jetzt vielleicht um die Startaufstellung, wie man ankommt? Nein. Nicht? Okay. Das heißt, ich kann ja eigentlich gemütlich fahren. So, ja. Trigger ganz leicht drücken. Wasser genießen. Auto waschen. Ja, muss sein. Nach Baum. Ja, 20 Sekunden, nur vergiss es. In Wasser drift. Ist aber anscheinend wurscht. Ah, ich bin da. Bin nicht. Schickhaft. Häng im Dschungel fest. Das macht nichts. Jetzt kommt Rennen Nummer 3, den haben wir geschafft. Ich bin Fettkohle. Yay. Zeit abgelaufen. So, ja komm, warte. Ah ja. Durch den Jungel. Oje. Begebe mir mal auf die Suche nach Bäumen, ne? Schauen wir mal, wie viel das ich finde. Ich versuche mal auf der Straße. Oh Gott, Straße, natürlich. Ja. Oh, Elder Reach Smash ist gegen Baum und... Okay, für mich ist das Rennen gelaufen wegen dem Elderly Trash Gedönster. Ja, sag das mal nicht. Mich holst du. Nee, fährt so dämlich gegen den Baum, dass alle hinten dran mit reinfahren. Das war ich. Weil mehr war nicht mehr hinten dran. Dafür verpasse ich einen Checkpoint. Yay! Oh. Ja, da. Oh, die Kurve habe ich zu knapp genommen. Oh. Ah, Elderly Trash hat einen Checkpoint verpasst. Oder? Die ist noch drin? Ja, jetzt wird sie zurückgesetzt. Endlich ist er weg. Ist doch deine Strecke, Hoshi. Also teilweise, gell? Ja, wahrscheinlich vor mir, aber ey, komm nicht. Das hat mich so zurückgeworfen, dieser scheiß Anfang. Ja, du bist ja eh schon immer nett. Ich hab Checkpoint verpasst, ich muss mich nicht überholen.
Checkpoint ist echt böse. Aber so grundkacke finde ich die Strecke gar nicht. Die ist gut? Ja. Ja, nö, die ist nicht kacke. Das sind nur die Autos, die mir echt nicht gefallen, die wir da. Ja. Ich habe so coole Autos zum Fahren hier. Mhm. Ich brauche immer, bin jeder Klasse 1 Max, anders da. Das ist mit menschlichen Gegnern einfach nicht zu machen. Hui! Da hat's mich aber weit rausgetragen, alter Falter! Was? Mich? Hat er noch gezählt, Gott sei Dank. Auf. Aber der Rausch ist schon wieder hinter mir. Direkt hinter mir. Ja, ich komme einfach nicht an die dran. Das gibt das nicht. Mein so, Auto so ein bisschen unbehagen. Der da, ne? Ja, aber Platz 1 und 2 ist in der irgendwo ewig weit vorne. Ja, yeah, die sind weg. Wir haben einen super Start hingelegt. Das mit der Startaufstellung. Der Start war richtig kacke diesmal. Ja, die haben einen Start hingelegt und das war's. Ja, sind sie weggezogen. Das heißt, die wurden in den ganzen anderen Kämpfe, die es zwischendrin gab, die eins zurückgehalten haben, gar nicht mehr involviert. Ja. Genau. Ja. Konnten ganz gemütlich rauschen. Die sind einfach weggedonnert und Tschüssikowski. Ja, merk schon, dass Hoshi ein Max B hat. Ja, ist das ja, B? Länder halt. Ja, B700 ist der. Oh. Hoshi, könntest du noch mal einen Checkpoint verpassen oder so? Ich versuch's. Okay. Schon wieder getroffen, Mist. Ja, wird wieder nichts mit Treppchen. Der Hoshi ist weg. Mhm. Darf es wenigstens nur ins Ziel. 18 Sekunden, ja. Ja, das ist vorbei, das Rennen. Puh. Macht nichts, unser Team hat gewonnen, da gibt es sowieso wieder Teampunkte ohne Ende. Ja, ja, schauen wir mal, was wir jetzt bekommen. Also zum Leveln ist das eigentlich immer perfekt. Weil mit Randoms gewinnt das Team immer. Mit diesen Spielern weiterspielen? Nein, oder? Nee. Ich will unbedingt neues Auto und alles, also vergiss es. Aber Gewinn ist nicht neues so Auto gibt es sowieso. Hm, vielleicht 50-50. Ach, dieser Remy 16 hat dieses hässliche Auto. Ja. Was ja, gibt es jetzt hier für... Die hat er wohl auch von seinem dreijährigen Sohn bekleben lassen. Oh, Wheelspin. Yay. Oha. Was? Irgendein Auto bekommen. Nicht sehen welches. So, vielen Dank fürs Ansehen. Servus.